Ja, ich persönlich finde, dass Medienerziehung sehr wichtig ist für den Unterricht, weil Medien sämtliche Lebensbereiche durchdringen und weil es eben die Lebenswelt der Schüler ist. Die Schüler werden erheblich beeinflusst durch die Medien und deshalb sollte man sie an dieses Thema im Unterricht heranführen, Inhalte, Themen mit den Schülern diskutieren. Und auch die Tatsache, dass man sowohl formelle als auch informelle Lernprozesse dabei erschließen kann, macht auch deutlich, dass eben kein Weg daran vorbeiführt, Medien oder Medienthemen im Unterricht zu integrieren. Also für mich war die DVD natürlich eine enorme Erleichterung, weil ich persönlich fand die DVD die Inhalte sehr gut aufbereitet und auch sehr strukturiert dargestellt. Natürlich muss man sich erstmal mit den Inhalten auseinandersetzen, die ganze DVD anschauen, aber letzten Endes ist das kein Vergleich zu dem, was man eigentlich im Vorfeld an Recherchearbeit durchführen muss. Und ich bin zumindest als junge Lehrerin immer gewillt, den Unterricht abwechslungsreich zu gestalten und von daher begrüße ich diese multimediale Möglichkeit. Lernen als solches hat sich ja sowieso grundlegend verändert in den letzten Jahren. Lernen ist schüler- und handlungsorientierter geworden und vor allem die neuen Medien spielen eine wichtige Rolle, weil sie eben auch verschiedenste Zugänge berücksichtigen. Und der Grundgedanke der Lernkultur oder der neuen Lernkultur ist es ja, dass die Schüler aktiver beteiligt werden im Unterricht, dass sie Eigeninitiative zeigen können. Und diese Faktoren ermöglicht eben diese DVD. Ich als Lehrkraft kann mich dann eben auch mal zurückziehen, kann als Moderator fungieren und stehe nicht nur frontal vor der Klasse, um Wissen zu übermitteln. Und mir hat es Spaß gemacht, mit der DVD zu arbeiten, aber auch den Schülern.